Moin Jungs und Mädels, ich bin's wieder, euer Flushi zockt. So Leute, es geht weiter mit Mario Kart Wii online natürlich. So, ich hab mal diesmal wieder die nächste Challenge vor und zwar seht ihr gerade selber mit Wario's Bike. Scheiße. So, ich muss mal echt, glaube ich, auch mal eine zusätzliche Challenge machen, dass ich in diesem Part nicht beleidigen darf, aber ich habe mir leider keine Bestrafung ausgedacht, leider. Oder vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Denke ich mal, ist es besser. Oh mein Gott. Aber das ist, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich mich jetzt besser konzentriere. Und dass ich auch nicht so viel Alter sage. Also im letzten Part habt ihr, glaube ich, selber gemerkt, wie oft ich denn Alter gesagt habe. Da könnte man ja glatt einen Counter draus machen. Also, das war ja mehrmals als 50 Mal oder mehrmals, keine Ahnung, ey. Das ist schon unnormal viel gewesen, ey. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, also ich habe vorher noch ein Rennen aufgenommen, also versucht. Und ich war halt wirklich komplett letzter, also ich war halt wirklich ganz weit hinten gewesen. Das war einfach nur lächerlich. So, und da vorne ist auch ein Kartfahrer. Anscheinend. Oh mein Gott, die kann man so scheiße fahren, Alter. Hey, fuck. Yo. Ein Japaner natürlich, Alter. Und ich verkacke wieder rein. Ich glaube, ich muss mal die Gruppe wechseln. Das ist so sinnlos. Yo, okay. Ich muss mal echt verlassen. Das macht so keinen Sinn, Alter. Das macht doch absolut keinen Spaß. So. Okay, ich befürchte, das wird auch nichts mehr. Also, ich gehe mal besser raus, Alter. Ich werde nicht besser werden. So, aber ich werde nicht jetzt mit dem Rennen auch wieder aufhören. Also, das war jetzt auch wirklich nicht die beste Art gewesen, dass ich während dem Rennen letztes Mal aufgehört hatte, ja. Also, tut mir leid dafür. Das war wirklich echt eine Lusche gewesen. Und ich fahre gerade nicht besser, ich weiß. So, dann sehen wir uns gleich im nächsten Rennen mit einer neuen Gruppe. Also bis gleich. Oh, okay, es sind mehr Spieler. Gut, dann bleibe ich doch mal besser drin. Yes, meine Lackerstrecke ist ausgewählt. N64 Marios Rennpiste. So, ihr habt wahrscheinlich, oder der Janis, ein Zuschauer von mir, hat ja bestimmt gemerkt, dass ich im letzten Part voll verpeilt hatte, dass da die ganze Zeit ein Black Screen, also ja, ich habe anscheinend bei der Bearbeitung totale Probleme gehabt und ja, ich werde jetzt wieder reinscheißen, alles klar. Ich habe mich echt auch schon gewundert, warum überhaupt, aber das habe ich auf jeden Fall gemerkt, indem ich gesehen habe, dass der Upload so schnell fertig gewesen war, also ja, das hat gar nicht mal eine Stunde gedauert. 12 Minuten, also es war halt die ganze Zeit Black Screen gewesen. Ja, ich habe mir erst am Anfang gedacht, dass es vielleicht ein Bug gewesen war. Aber nein, das war echt real gewesen, ey. Deswegen muss ich beim nächsten Mal besser darauf achten. Also das ist absolut unvorbildlich. Also nicht professionell, meine ich. Ja, was laber ich denn? Beim nächsten Mal achte ich besser darauf. Sorry dafür. Aber das hat ja eh nur der Janis gesehen, von daher. Sonst war ja keine Sau. Ja. Oh mein Gott, das war ja knapp, Alter. Sheesh. Und ich fahre wieder gegen. So, ich werde beim nächsten Mal wieder eine neue Challenge dann machen. Und zwar, der Lenny hat mir zum Beispiel geschrieben, dass ich mal manuell, Driften einstellen sollte. Deswegen. Mal schauen. Das wird auch lustig. Okay. Stern. So, vielleicht können wir was retten. Vielleicht können wir was retten. Oh mein Gott! Ich werde nur Dritter. Okay. In mein Mittelfeld.
Und das war nach 1000 Jahren wieder, dass ich einen guten Platz gemacht habe. Ich habe echt die letzten Rennen nur scheiße, also wirklich so viel Verlust gemacht an Punkten. Also ich muss das definitiv nachholen. Ihr seht auf jeden Fall, ich bin schon deutlich unter 7000. Also ich hatte vorher noch, ja, das ist, kann man nicht mehr daran denken. Also ich muss echt, wenn ich auf jeden Fall wieder einen normalen, also ich werde, denke ich mal, nicht so viel Challenges machen. Also wenn ich unter 6000 bin, dann lasse ich das auf jeden Fall. Dann mache ich das besser im Offline-Modus. Überlege ich auf jeden Fall. Also, weil das ist so heftig, wie viel Abzüge du kriegst. Also ich hoffe mal, dass ihr das verstehen könnt. Und bis gleich. So, Leute. Okay, DSP Zahler Delfino. Ja, irgendwie fahre ich jedes Mal diese gleichen Strecken. Also ich will auch mal, also man kann ja so viele Strecken wählen, die es noch nicht, also die ich überhaupt nicht, noch nicht gefahren bin, glaube ich. Aber naja, eigentlich gibt es ja so viel Rennen jetzt auch nicht, also so viele Strecken meine ich. Ja klar, wenn du Custom Tracks hast, hast du mehr Auswahl, logisch. Aber ich bin einfach zu faul, mir das alles zu downloaden und die wichtigsten Programme. Sorry dafür. Ja, also klar, die meisten würden das, glaube ich, doch. Ey, wirklich. Also, die meisten werden echt für Custom Tracks sein, ich weiß. Aber ich bleibe einfach bei Mario Kart Wii, dem normalen Game. So. Gut. Ich denke mal, dass ich dann wirklich beim nächsten Mal zusätzlich, also wenn ich jetzt Automatik Driften habe, dass ich auch dann auch eine Bestrafung mache, wenn ich jetzt zum Beispiel auch beleidige. Also das muss ich mir auch mal vornehmen, weil ich habe in letzter Zeit echt zu viel beleidigt und das muss auch mal bestraft werden, ne? Also ich überlege mir auf jeden Fall mal vielleicht Chilis zu kaufen als Bestrafung, ja. Das wird lustig. Okay, das wird wohl wieder eine Hose gehen, merke ich. Ja! Gut. Ja, auf jeden Fall. Katastrophe, echt. So, dann cutten wir mal hier. Okay, ja, mit dem goldenen Pilz kann man schon was retten. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht hier. Letzte Runde. Jesus Christ. Das ist so Katastrophe. Ich hasse dieses Bike. Mein Gott. Ah! Mein Gott, ich muss jedes Mal die scheiß Wand küssen, ey. Ja, läuft. Rückwärts. Nein, das wird nichts. Ich krieg 3 Pilze, also das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt, ja. Kannst du nicht anders sagen. Ich brauch gar nichts zu machen. Ich werd letzter. Ja, und immer schön weiter Abzüge, wie das Zeug hält. Ja, ich liebe es. Okay, das ist jetzt unsere letzte Strecke. Gut, die Strecke vom Donkey Kong. Why not? Okay, ich befürchte, das wird wieder... Okay, dann fahren wir mal, kürzen wir mal ab hier. So. Oh mein Gott. Immer das Schöne mit der Wolke, Alter. Immer schön nerven, aber wenn du eigentlich am Anfang schon eine Wolke kriegst, dann hast du natürlich einen Bonus. Weil dann bist du direkt, wenn du das schneller schaffst, ne, bis zum Flug. So. Okay, dich, Funky Kong. Oh, was war das aber für ein Glück für dich, echt? Shit. Ey, der bumst mich weg. Ich fass es nicht, Alter. Habt ihr das gesehen? Junge, ey, der wiegt mindestens 1000 Tonnen oder so, Alter. Ey, was für ein Typ, ey. Ich
Ich krieg den letzten Müll gerade. Okay. Aber ich verstehe das nicht, wieso ich immer noch Offroad driften kann. Also, ist das jetzt, ja, also, ich weiß nicht. Ich glaube, normalerweise kann man Offroad nicht driften, ne? Mit dem Bike. Oder mit dem Kart, so, aber vielleicht ist Mario Kart wie anders als ein Mario Kart 8. So. Okay, aber ich befürchte, das wird wieder in die Hose gehen. Weil die haben schon so einen weiten Vorsprung, ey. Man muss aber wirklich Itemglück her, verdammt. Das kann ich mir nicht anders beschreiben, Alter. Das ist so Katastrophe. So, ja, komm. Kannst du uns was Vernünftiges geben? Ja. Ich kann mich zufrieden damit geben. So, aber hoffentlich wenigstens noch ein Item. Nein, er muss durchfahren. Ah, also das ist nicht so gut bemessen, ey. Definitiv nicht. Ja, danke. Dankeschön. Danke für den Bonus. Oh mein Gott, das ist so Katastrophe, ey. Aber ich muss schon echt sagen, das ist nicht so schlimm wie dieses Torbett. Also mit dem Torbett musst du halt wirklich gucken, dass du so manche Kurven vermeidest, also ja, es, wie soll ich sagen, kannst halt nicht, muss halt irgendwie Kurven fahren, aber irgendwie anders, also nicht so die ganze Zeit, ja, also nicht die ganze Zeit so wirklich am Rand fahren. Ich glaube, ich muss aufhören, Alter. Ich sehe nur schwarz gerade wieder. Ich hole noch ein, okay. Das, da muss aber wirklich Glück sein, ey. Ja, aber Leute, ich bin auf jeden Fall im Minusgeschäft. Also das wird wohl weiterhin so bleiben, wenn ich weiterhin Challenges mache. Ja, dann Leute, wie gesagt, wenn ich unter 6000 bin, gibt es eine Pause mit Challenges. Außer wenn ich jetzt, also ne, mit Kart und so oder Bike, ich werde dann sonst wirklich eine normale Auswahl nehmen. Weil ich kann das nicht dulden, Leute. Also ich habe keinen Bock, dass ich irgendwann wirklich bei Null bin. Also ich will mir nicht vorstellen, wie schnell das gehen wird, ey. Also irgendwann ist echt eine Grenze erreicht, ja. Also tut mir den Gefallen. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Haut rein, bis beim nächsten Mal.